Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme, einem neuen kleinen Spiel, welches ich eigentlich schon geplant hatte, vor dem Urlaub zu spielen. So als kleines Urlaubsschmankerl wollte ich das eigentlich mit einwerfen, aber damit bin ich leider nicht mehr zugekommen. Deswegen spielen wir das jetzt auf jeden Fall noch nach dem Urlaub. Ansonsten hätte sich der Kauf ja an sich gar nicht gelohnt. Gut, ich hätte es auch alleine spielen können. Ja, klar, zugegebenermaßen. Aber warum kommt hier keine Musik? Ich dachte, nach diesem Dun-dun-dun-dun-dun kommt so eine epische. Naja, wir starten mal in den Story Mode. Stewart, Hall. Oh, Zeichensprachübersetzer. Oh, this human. Also hier werden Humans in Roboter hineingeklont. Okay, jetzt kommt ein bisschen Musik. Und das Spiel erklärt sich jetzt eigentlich beim Spielen am besten von selbst. Für die Leute, die es noch nicht kennen. Aber du hast hier immer nur einen Schlag frei. Also du hast einen Schlag frei. Zack! Boah! Hab ich gespalten! Spalten! Spalten! Ah. Davon! Lass mich zu... Oh. Nach der Runde können wir immer in den Elevator gehen, Freunde. Und können uns hier upgraden. When you are surrounded by robots with swords, you need to not get hit by their attacks. Blocking or kicking is very effective against sword robots. Ah, blocking und kicking, okay. Nehmen Kick, schalten wir. Wir können jetzt ein Upgrade. Wir haben immer ein Upgrade available. Mehr Energie. Block Arrows. Fire Sword. Oh, vielleicht Kick? Vielleicht will ich ein Fire Sword. Ich glaube, ich nehme es Fire. Wer nimmt denn nicht das Feuerschwert? Ich bitte euch. Schaut euch das an. Ich habe ein Feuerschwert. Ich bin super krass. Und ich kann auch noch Zeichensprache. Ich spreche die Sprache der Taubstummen. Oder nur Stummen. Oh, zack. Oh, Alter, den haben wir direkt mal ein bisschen angespalten. Feuerschwert. Oh. Komm schon. Jawoll, guck. Da verbrennt er. Nice work upgrade, bot. Your superior upgrades meant this human survived. Die mag ich. Ich mag die beiden. Die sind so... Our next challenge. More death robots. These ones shoot arrows. It will be entertaining to see them hit by human. Oh, ja, das wäre sehr entertainment-mäßig, wenn die mich treffen würden. Block Arrows, oder? Block Arrows, 180. Okay. Dann machen wir mal Block Arrows, Alter. Arrows blocken sollte jeder können. Wir hätten natürlich auch selber einen Bogen freischalten können, habe ich gerade gesehen, aber das können wir dann vielleicht auf... oh Gott, was ist denn nun los? Und wenn ich sterbe, habe ich so, wie meine Erfahrung mir das mitgeteilt hat, kann ich auch... Okay, Moment, muss ich jetzt hier die Pfeile blocken, oder? Warte. Aha, okay, sehr nice. Oh, ich schieße Feuerpfeile zurück, das ist natürlich... Das ist natürlich geil. Guck dir das mal an. Zack, die... Boah. Wir werden wahrscheinlich noch früh genug erfahren, ob ich Pfeile auch blocken kann. Oh, ich mag diesen Zeitlupen-Kick am Ende immer. Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich. Na toll, sehr schön. Guter Tipp. Mehr Energy? 2 Energy? Wofür brauchen wir denn überhaupt Energy? Bis jetzt brauche ich noch keine Energy. Wahrscheinlich brauchen wir Energy fürs Jetpack oder so. Fire Spread Further. Kicken. Soll ich kicken oder lieber Block Arrows 2? Oh, ich kann mich nicht entscheiden und es zieht sich dann immer so. Aber ich bin so, oh Gott, das ist wie bei mir mit Essen bestellen, Leute. Das ist echt kein Spaß, mit mir Essen zu bestellen. Kick Openings. Mehr Feuerschwert ist aber geil. Ach komm, wir unlocken mal den Bow. Wie kann ich denn... Ah, okay. Zack. Hat er keinen Kopf mehr? Keinen Kopf mehr. Zählt er dann schon... Zählt er dann schon als verloren? Warum? Hörblocken? Ne, geht nicht. Okay, dann. Huh, das sind ja noch. Das sind ja Typen. Huh. Ah, von hinten geschlitzt, Alter.
Oh. Okay, blocken tut er automatisch. Das habe ich wohl schon erfahren, als ich gerade einmal gerade einen kurzen Tontestaufnahmemodus eingeschlagen habe. Ich verwende manchmal Sprache, die keiner versteht. Leute, ich nutze Worte und Dinge. Spider-Tron, Spider-Tron. Was? Spider-Tron. 5000. Spider-Tron 5000 is the best robot. Indeed. Was? Der Spider-Tron 5000? Okay, schauen wir mal, was können wir denn... 200%. Hm, brauchen wir sowas? Block Arrows. Ah, ich glaube, Kicken ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ach komm, wir nehmen mal Kick. Treten ist doch geil. Ah, yeah. Schau meine Kicks, die sind so entspannt. Damit trete ich dich. Alter, der König Superroboter und der Spider-Tron 5000. Okay. Spider-Tron, Spider-Tron. Okay. Oh. Oh, alle sind weggeflogen. Sie liegen am Boden. Oh. Ah, Mist, ey. Ich dachte, den kann ich jetzt richtig schlitzen. Oh. Da springt er auch noch. Oh, der Lump. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin nicht am Boden. Oh, weggerollt. Sehr schön. Komm schon. Oh, dem habe ich aber schön. Okay, warte. Ey, ich habe ja auch noch einen Pfeil. Zack. Oh, shit. Okay, ich habe nicht so gut Energie für Pfeile, aber das macht nichts. Also mein Probelauf vorhin ist nicht bei weitem so gut gelaufen. Okay, komm schon. Und zack. Boah, der war nice. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, schön zur Seite gerollt. Schön. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh. Muss ich da nur... Oh. Oh. Not enough energy. Ich brauche mehr Energy. Okay, Spider-Tron. Warst du das schon? Mehr kannst du nicht? Oh, ich habe ihm ein Bein abgehackt. Oh. Das hat er sich selbst weggesprengt. Idiot. Idiot. Ach, guck mal, wie geil, ey. Du kleine Spinne. Hack ich dir die Beine ab. Das ist natürlich im echten Leben, Freunde, Tierquälerei. Und sollte nicht in dem Ausmaß betrieben werden. Aber ich denke, wir können uns mal gönnen. Yes! I love the smell of energy swords in the morning. Oh, yeah. Patron, you did not tell me you had a nose installed. Das hat er ihm nicht gesagt, dass er eine Nase installiert bekommen hat. Analysis bot. What can you tell me of the Mark II sword robot? Bigger, faster, stronger, better at blocking. Next round will be interesting. Oh, oh, oh. Hey, Freunde, also, ne, dieses Spiel, wenn euch das Bock macht, also, das könnt ihr jetzt dann entscheiden, ne? Ihr wisst, wie das funktioniert, brauche ich euch nicht immer erklären. Ich nehme mal einen Klon, oder? Yeah. Aha. naja, und wenn ihr Bock habt, hier gibt's auch irgendwie so Endless Mode. Wir machen natürlich erstmal hier diesen Story Mode. Ich schau mal, wie weit das geht und wie weit wir es schaffen, vor allen Dingen. Aber sofern wir da Bock drauf haben, können wir natürlich auch dann irgendwann mal... Oh, die können ja auch blocken und so, ne? Die sind besser. Bessere Bots. Oh. Okay, einen habe ich aber angezündet. Oh. Oh. Boah. Die haben ja gar keine Chance gegen mich. Okay, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Okay, dafür nutze ich lieber die Pausen, weil sonst kann ich nicht denken. Wie, schon wieder? Oh nein, er hat Freunde mitgebracht. Ja. So, jetzt nochmal von Anfang an in einem Satz. Wenn wir Bock auf mehr haben, können wir natürlich auch hier Steam Workshop Levels spielen und den Endless Mode vielleicht mal antesten und so. Das könnt ihr wie immer mitentscheiden und mitkreieren. So, jetzt aber get up, recover quickly from being knocked over. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Sollen wir noch einen Klon machen? Ne, jetzt haben wir erstmal einen Klon, das reicht ja erstmal. Dann können wir den vielleicht später nochmal erzeugen. Den Bow vielleicht? Arrows on fire. Warum kann ich das zum Beispiel nicht? Unlocked. Bow-only-Challenge. Ah, okay. Die Bow-only-Challenge haben wir natürlich nicht. Das ist... Vielleicht müssen wir dafür einmal durchspielen. Firethwart. Ich glaube, wir machen mal hier 180 Grad... Pfeil blocken. Na, schauen wir mal, wie es läuft. Du. Bis jetzt haben wir nur einen Human gebraucht. Alter, Spider-Tron ist back.
Vielleicht hätte ich doch lieber das Knocked-Over-Scheiß-Ding genommen. Ist mein Pfeil einfach losgegangen? Das kommt mir bei mir sonst nie vor. Vielleicht gehe ich hier erstmal hin. Weil die sind ja an sich nicht so... Haha, der sprengt sich da jetzt eh erstmal selbst. Oh, das gesehen. Oh, da sind ja Bogenschützen bei. Die haben einen Bogen. Komm, schieß, schieß. Ich habe super Pfeil Arrow Back Throwing Shit. Kreis, das könnte viel schneller gehen. Steht wahrscheinlich jetzt schon in den Kommentaren, aber das ist mir egal. Ich genieße. Ich genieße den Kampf. Ich taktiere erstmal. Und dann. Guck mal, Alter, der hat sich selbst das Gesicht gesprengt. Huh. Ah. Okay, dann müssen wir den wohl auch mal erstmal hier ein bisschen in die Instabilität bringen. So, zack. Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Dass der direkt in dein Face kommt. So, haben wir den schon mal angezündet. Hier, die kriecht am Boden. Die da sind auch schon flach gelegt. Oh. So. Einmal reinpieksen. Oh. Ah, Recoveries. Okay. Oh, ich weiß nicht, ob Spam was bringt, aber ich mache es trotzdem. Schnitzel. Zack. Was ist mit ihm? Seine Lippe brennt, aber er brennt nicht. Komm schon. Jetzt aber. Hallo. Oh, was ist denn mit dieser Spinne los? Jetzt ist aber mal. So. Ja. Ja, ja, das passt schon. What can you tell me of the Mark III combat archers? They are the latest archer model. They have the sharpest tactics, oh, the God. Most accurate aim, and the highest speed. Oh, nein. This would not well for the human challenger. I would advise running away, but not in a straight line. Brauche ich ein Jetpack? Ein extra life? Okay, get up. Gehen wir mal auf get up. Stand up. Stand up for your rights. Oh. Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Kann ich euch mal anschlitzen? Da sagst du nichts mehr, ne? Aber die glotzen mich immer so an. Huh? Was nu? Oh, Mark III. Bam! Aber ich kann... Ich kann changen hier. Oh, oh, und dann geht er einfach in den Nahkampf über. Okay, aber egal. Das war ein ordentlicher Darmschnitt. Das... An impressive achievement. This is a talented human. Danke, danke schön. Dass das endlich mal einer merkt. It is clear that this human can defeat robots. But can it defeat all the robots? Let's ja, find out. Ich gebe mein Bestes. Okay. Ich mache mehr Block Arrows. Das ist vielleicht ganz geil. Dann können wir so ein bisschen wie so ein JD. Wie so ein Jedi halt, ne? Ihr wisst schon. Zah, 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 abwehren und Blut und... Gedärme und... Oh. Okay, was ist los mit euch? Was habt ihr vor? Huu, yes! Oh, nice Attack. Richtig schön. Guck mal, was ich auch noch kann. Ist mir gerade aufgefallen. Oh, die können aber das... Oh. Oh. Kicken. Oh. Kicken. Oh. Oh, no! Von hinten! Alter! Okay, zum Glück haben wir diesen Klon erzeugt. Das wäre jetzt sehr ärgerlich gewesen. Aber den holen wir uns. Das holen wir uns noch hier, das Level. Okay, schön. Du kannst mir gar nichts. Der hat nur ein Bein, schau mal. Oh, der Einbeinige, der will mich aber, glaube ich... Der will hart ran an den Mann. Oh, Alter, das war ein geiler Move. Analysis bot. How many Zord robots do you think this human could defeat? We have seen it beat 8. It is logical to assume that it could continue beating a steady stream of this model. Okay. It is time for a more advanced challenger. Introducing the Mark III Zord robot. Noch nie. Oh, more of them. Ich liebe diese Musik. Das ist richtig Elevator Music. So, aber ich dachte, wir machen jetzt erstmal einen Klon. Oh, oh, der introduced Mark III. Alter, der kann bestimmt alles. Der ist bestimmt heftig. Hooker. Kick. Slow.
someone who can actually fight. It's your lucky day. I'm going to help you escape. In a few moments, the garbage doors will open. When they do, I'm going to lower the force field, and you're going to run through them. Run, and don't stop. Was? Ready? Here we go. What is happening? The garbage force field has been disabled. Impossible. I am detecting a security breach. A human is escaping. Foolish human. There is no escape from the arena. Security robots. Eliminate the human. Nein, eliminate don't the human. Forces are assembling. The human stands no chance. Was ist das? Was ist denn hier los? I thought it wanted to eat the garbage. What a devious human. It will not get far. Was, wieso? Was, what the... You still left in storage. I will make you a deal. Survive, and I will get you out of here. Together we can fight back. Together we can put an end to this madness. Oh Gott, da steckt ja noch mehr dahinter. End of chapter 1. Wow. Alter. Richtig nice. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da... Jimmy Golden. So it's on the eyes. The human died in the garbage room. Yes, that is what happened. There is no need to panic. No need at all. Let's watch the next human fight. Alter. Woo, woo, woo. Okay, einer ist im Garbage Room. Shitty. Shitty Flut. Oh Gott. Komm schon. Oh. Ja, ey, Alter. Und hol aus, was ist los? Zack. Ja, schön im Fuß gestochen, ne? Ja, ohne Füße kann man nicht so geil fighten. Zack. 360 Slots. What a good little human. Ha. Cool, oder? Let's fight with hammers. The robots have hammers. Was? The human also choose a hammer. It does what it wants. Es gibt Hammer, Bow, Hammer. Alter. Komm, probieren wir doch mal direkt aus. Das ist ja der Hammer. Got it. Putz. Toll. Putz. Okay, hier ist die Safety Zone. Hammer Fight. Bam. Das war geil. Bam. Oh, shit. Komm schon. Da sehe ich schon. Oh, nein, Alter, da schmettert es mir ins Gesicht und ich sehe schon, wie der. Okay. Sollte ich es jetzt sagen? Ach so, ja, ich sehe schon den Karottengamer so einen Zusammencut machen. Rufus Holloway! Assistent Housekeeper. Alter. Nochmal von Anfang. Ah, okay, jetzt starten wir hier bei 1. Okay, beim zweiten Modus. Ja, geil. Da wird der Karottengamer bestimmt einen lustigen Zusammenschnitt wieder hochladen. Also da, wenn ihr sehen wollt, was Kreis und Keystone manchmal für Geräusche machen beim Aufnehmen oder so, gerne immer vorbeischauen. Der gute Bube, der schneidet da immer einiges zusammen. Alter, 360. Bats, bats, bam. Ja, ja, ja. Was hast du jetzt davon? Okay. Genug des Guten. Okay, einen machen wir noch, hä? Einen machen wir noch, Freunde, und dann... No, the face of the human. Da guckst du aber, boom. Ach so, Hammer, nee. Thwart, unlock the thwart. Wir haben ja Thwart schon, Fire Sword. Ich glaube, ich nehme wieder das Fire Sword. Das macht so schön Schaden, weißt du, und dann brennen die Gegner auch so ein bisschen. Auch wenn Eisen eigentlich nicht so direkt brennt. Also es muss schon ein sehr heißes Schwert sein. Jetzt kommen nämlich wieder die Profi-Physiker unter euch, die dann sagen, Golf und Eisen kann sehr wohl brennen. Ja, weiß ich. Ich habe sehr viele Jahre damit gearbeitet. Und tue es dann auch eigentlich immer noch im weitesten Sinne. Und da rede ich nicht von meinem Eisen, Freunde. Da habe ich immer eins im Feuer. Und das glüht auch immer ordentlich. Block Arrows, Jump Pads, Archers, Block Arrows. Wir machen Block Arrows, weil ich habe gerade irgendwas von Archers gehört.
Rufus Holloway. Gibt's hier denn keine irgendwie so eine Hall of Fame von den coolsten Robots? Naja, schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir Chapter 2. Oh. Jump Pads and Archers. Wow. Bam. Damit hast du nicht gerechnet. Zack. Schlitz in den Fuß. Alter, der wurde in der Mitte gespreckelt. Bam. Hab ich geblockt. Komm schon. What going on? Okay. Ist er jetzt kaputt schon? Ist der jetzt kaputt oder nicht? So, jetzt ist er auf jeden Fall kaputt. Ah, da oben sind noch welche. Oh, wuff. Oh. Aber die haben auch Friendly Fire aktiviert hier, oder? Okay, der ist schon mal davon geflogen. Jump Pads, da ist noch ein Spider-Tron 5000. Oh, was ist passiert? Ich habe mir irgendwie einen Fuß gebrochen oder so. Fuß, ich habe einen Fuß verloren. Oh, oh no. Komm her. Du kannst mir gar nichts. Jetzt holen wir uns noch den Spidey. Spider-Tron. Zack, hier unten das Füßlein abgesäbelt. Da nochmal rein. Ah, weil springen kann ich gerade echt nicht mehr. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen bewegungstechnisch eingeschränkt, Freunde. Das ist natürlich wahr, nicht zu erwarten. Kriege ich einen neuen Fuß? Hallo? Kann ich bitte einen neuen Fuß haben? Oder muss ich jetzt mit dem kaputten Fuß hier leben? My music hits me so hard, makes me say, oh my lord, thank you for blessing me. Okay. Soll ich jetzt Hammer, Energy, einen Klon? Aber wenn ich jetzt einen Klon erstelle, hat er bestimmt kein Bein. Repair. Oh, will ich jetzt schon repairen? Ein ganzes Upgrade für Repair raushauen? Komm, dann machen wir einen einbeinigen Klon, notfalls. Oder ist der Heile? Ne, der sieht... Oder? Okay, der sieht Heile aus. Ist jetzt vielleicht ein bisschen umständlich, aber okay. Oh, Hammer Time. Okay, solange ich ungefähr in die Richtung der Archers gucke... Ah! Oh, hat der mich weggeschmettert. So, jetzt sind wir aber wieder auf beiden Beinen unterwegs. Das ist schon mal gut. Kick hatte ich hier auch noch nicht, ne? Hier habe ich ein bisschen, im zweiten Ding muss ich vielleicht ein bisschen anders aufleveln. Was ist mit dem Mann da passiert? Schön in den Kopf geschlitzt, Alter. Richtig schön. Hoppa, ui. Boing. Boing. Okay. Oh, schade. Was ist los? Schön. Ui. Na komm jetzt. Der brennt doch. Wo ist denn der? Achso. Erkennen jetzt. Victory. Easy. Oh, it's okay. Come in, Tatran. I enjoy seeing them fight. Oh. Are the pyrotechnics ready? Yes. Was? Such a beautiful drama. Pyrotechnik? Unlock the hammer. Ich habe nur einen. Jetpack, kicken, Bow. Ja, komm, wir holen uns mal den Bogen. Ich finde den Bogen irgendwie ein bisschen entspannter, oder? Findet ihr nicht? Our fleet has arrived at Centaurus Station. Watch now, as we harvest the last humans outside their solar system. Release the jetpack bots. Oh nein, jetpack bots. Haha, guck mal, wie sie damit Jetpack-Bots. Ich glaub's ja nicht. Oh! Defeat. I wonder what the human's last thoughts were. Possibly it was. Ouch. I agree.
Da hat er sogar fast recht. Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen hier in dieser heutigen ersten Extra-Large-Folge von Clone Drone in the Danger Zone. Und ich bedanke mich bei allen Zusehern, wie immer. Und es war mir eine große Ehre, mit und für euch zu spielen. Wir sehen uns in der nächsten Episode, wenn ihr Bock darauf habt. Lasst es mich wissen. Wenn nicht, dann lasst es mich genauso wissen. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.